Hi, willkommen zurück zu Starfield mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die fantastische Aussicht mit fantastischem Wetter in Aquila City. Wir sind zurück von unserem ernüchternden Auftrag als Kopfgeldjäger. Roach und ich sind nach Strich und Faden verarscht worden. Ihr habt es mitgekriegt, Adrastos ist nicht Adrastos, sondern sehr wahrscheinlich wird dies Hannibal gewesen sein. Vielleicht hat er aber auch noch weitere Leute, die ihn decken. Den Typ, den wir gefunden haben, den wir auch auf dem Steckbrief gesehen hatten, war auf jeden Fall nicht Hannibal Eutropio, hieß er. Gut, dieses klägliche Scheitern müssen wir jetzt Agent Number One beichten. Zumindest wissen wir jetzt, wie Hannibal vorgeht und ja, die Frage wird sein, ob wir in irgendeiner Weise irgendeinen Hinweis darauf haben, wo wir jetzt hingehen, wo wir weiter suchen. Agent? Aus eurer Rückkehr darf ich wohl schließen, dass die Mission ein Erfolg war. Doch wo ist dann Hannibal? Du darfst es sagen, Grünschnabel. Hannibal hat uns hereingelegt und in eine Falle gelockt. Ist das wahr, Roach? Gewiss, Hannibal hat den Ruf, schwer zu fassen zu sein. Doch ich dachte, wenn es jemandem gelingt, dann dir. Vielen Dank für das Vertrauen, No One, aber leider ist es wahr. Der Mistkerl war die ganze Zeit direkt vor unserer Nase, wie ein Thermoparasit. Er ist abgehauen und hat uns zurückgelassen. Ich erkläre es später. Viel wichtiger, Roach. Wie fällt denn deine Leistungsbeurteilung aus? Wir haben das Ziel nicht erwischt. Aber der Grünschnabel war gut. Ich habe nur beobachtet und beraten. Diese Person wäre ein guter Tracker. Ich vertraue deinem Urteil. Deine Bewertung ist abgeschlossen. Roach ist zufrieden. Willkommen bei der Tracker-Allianz. Die anderen Kopfgelder stehen dir nun offen, genau wie die Lounge unten. Du findest dort die Elite-Kopfgeldbörse mit schwierigeren Missionen sowie andere Annehmlichkeiten und Ressourcen. Oh yeah. Zuletzt musst du noch ein Rufzeichen wählen, mit dem du den anderen Trackern der Allianz gegenüber auftrittst. Das schützt deine Identität. Geil. Da gibt's ja ein paar. Bär. Nee, das geht nicht. So heißt mein Hund. Lightning. Nightstalker. Nova. Raven. Shadow. Tempest. Terror. Wraith. Coole Sache. Also Raven geht auch nicht. Raven ist durch den diesen komischen Zauberer von damals total abgegriffen. Das geht nicht. Wraith finde ich gar nicht schlecht. Vergeuden wir nicht unsere Zeit. Ja, ist ja gut. Wraith ist Gespenst. Terror ist Terror. Was heißt denn Tempest auf Deutsch? Tempest. Sturm. Ah, okay. Sturm. Warte mal, es muss vielleicht zur Silverblade passen. Tempest, Wraith, Shadow, Raven, Nova, Nightstalker. Finde ich ein bisschen zu krass. Lightning auch, Bär auch. Ich glaube, dann nehme ich Wraith. Wraith! Bestätigt. Von nun an bist du unter Trackern als Wraith bekannt. Von nun an sind wir unter Trackern als Wraith bekannt. Geil. Okay, also das Gute hat nicht Arbeit. Funktioniert. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen, sonst nee. Endest du wie ich. Ja, alles gut. Tür. Aha, hier geht's in die richtige Tracker Alliance. Schau mal her, schaut mal her. So, wo sind wir ich hier? Ich tanze diesen Tanz mit dem Tod schon lange. Okay. Besser als die meisten. Na gut. Yama. Oh, hier, ein paar Schädel. Ah, nice. Schöne Deko. Proudly serving. Wer ist das? Warden. Ey, was da liegen Credits tun, rum. Neuling? Wenn ich Credits haben darf, dann nehme ich Credits immer. Hier kannst du zwischen deinen Aufträgen immer gern abschalten. Two Shot. Aha. Hi. Bloodhound. Okay. Kopfbedeckung, Siedler. Darf ich mich hier umsehen, Two-Shot? Okay. Wow.
Andrea macht hier Vollstoff. Sie haben jetzt nichts um die Ohren. Hier sind noch mehr Crabsticks. Warum liegen lassen, ne? Warum sollte ich die liegen lassen? Du scheinst dir wirklich einen Namen zu machen. So, lass mal sehen. Wo sind wir hier? Oh, ein Roboter. Geil. Koyos? Wie spricht man dich aus? Agent Koyos. Ja, Koyos. Zu Ihren Diensten. Fragen Sie, wenn ich Ihnen dienen soll. Aber ich bin nicht nur für Sie da. Cool. Koyos, ist das eine Abkürzung? Nein. Es ist ein Pseudo-Akronym, das auf die Hard- und Software meiner Station hinweisen soll. Ein Informatikwitz, den offensichtlich kaum jemand versteht. Ja, das tut mir leid. Sohn von Gaia und Uranus, war die griechische Titanengottheit des Wissens und des Intellekts. Okay. Das wussten Sie bestimmt noch nicht. Nein. Und was machst du hier? Die meiste Zeit warte ich darauf, dass mich jemand benutzt. Benutzt? Ich bin mit der Tracker-Datenbank verbunden. Mitglieder können über mich Informationen zu Zielen eingeben oder abfragen. Okay. Meine Direktive verlangt von mir, etwaige Fragen von Mitgliedern zu beantworten und ihnen bei Bedarf Handlungsempfehlungen zu geben. Cool. Keine Gnade, keine Gefangenen. Cool, 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 cool. Forschung. Magnetische Dioden. Ja, die nehme ich mit. Die sind immer. Immer gut. Hier ist Checkerline in Sachen Volk. Was ist das? Agent Number One ist tot? Hä? Ermordet von Volk oder Volk. Einem von uns. Agent Number One hatte ihn für seine Befehlsverweigerung und seine grausamen Methoden gerügt. Er wurde verwarnt, hat daran Anstoß genommen und seinem Unmut Ausdruck verliehen, als Agent Number One am verletzlichsten war. Er hat sich bis zuletzt gewehrt, aber wir haben es geschafft, ihn zu überwältigen und zu fangen, bevor er fliehen konnte. Die Höhle hat dabei nur minimalen Schaden genommen. Nach der Erfüllung des Willens dieses verstorbenen Agent Number One, unter Ernennung meiner selbst als... was soll das hier sein? Als den neuen Agent Number One veranlasste ich Volks Hinrichtung durch ein Erschießungskommando. Auch wenn sich alle Tracker selbstverständlich freiwillig gemeldet haben, mussten wir die Zahl der Beteiligten auf 20 begrenzen. Volks Leistungen werden mit sofortiger Wirkung aus den Akten getilgt und alle seine Erfolge und Anerkennung aus jeglichen Datenbanken, Büchern und anderen Aufzeichnungen entfernt. Sollten sich Verwandte oder Bekannte von Volk nach ihm erkundigen, ist ihnen zu erklären, dass er auf einer geheimen Kopfgeldmission gestorben sei, für die wir absolute Geheimhaltung zu gewährleisten haben. Weiterhin möchte ich deutlich darauf hinweisen, dass ich mir verbitte, seinen Namen weder in meiner Anwesenheit noch innerhalb der Wände dieses oder jeglicher zukünftigen Hauptquartiere auszusprechen. Okay. Recheck Buttons, Report Defects, Upgrade Weapons. Aha, was ist hier? Badezimmer. Sehr gemütlich. Ach, das ist ein Spind. Machen wir mal auf. Fluganzug, Wartung. Kopfbedeckung, Siedler. Ne, das brauchen wir nicht. So, wer bist du? Das ist doch dieser Yama. Ja, sprich rasch. Sprich ich rasch. Wie steht's um deine Ausrüstung? Stache, Stage. Okay, da geht's nicht weiter. Ressourcen? Meinten die womit? Meinte der hier drinne Ressourcen? Herstellungsdinger? Und wo sind hier die speziellen Aufträge? Er hat doch davon gesprochen, dass es hier unten Stelle Aufträge... Stelle dich gegen Zweifel oder erleide die Konsequenzen. Aufträge gibt. Wo gibt's sie? Achso, hier. Auftragsbörse, ne? Gesucht Crimson Fleet Reaper Elite Kopfgeld gesucht tot. Verbrecher auf Magna gesucht lebendig. Okay, also den hier könnten wir einfach abschießen. Im Zielsystem Nemeria ist eine Reaper von der Crimson Fleet. Also ein Schiff, ne? Belohnung 5000 Elite Kopfgeld. Okay, ich habe keine Ahnung, wie stark der ist. Gesucht Verbrecher auf Magna. Verlassener Hangar. Planet Magna. Piratenbeutemacher. System Delta Pavonis. Piratenbeutemacher. Ich nehme jetzt einfach das mal an. Ja. Nein, nein. Bitte annehmen.
Haben wir gemacht. Reise zu einem beliebigen Planeten des Nemeria-Systems. So, das machen wir jetzt einfach mal. Und schauen, wie stark der Dude ist, den wir jetzt hier erledigen sollen. Keine Gnade, keine Gefangenen. Richtig, Number One. Falls du mich überzeugen willst, richtig, Number One. Ne, wir müssen erst raus, dann können wir zum Schiff, ne? Oder direkt losspringen. Direkt losspringen. Ich habe keine Ahnung, welche Stufe der sein soll. Ich bin nicht überladen, ich habe aber überall Ressourcen verteilt. Ich muss unbedingt mal wieder zu Hause vorbei. So, ist der denn? Ne, die nicht. Hier, Crimson Fleet, bitte. So, wo sollen wir hin? Irgendwo hier unten. Hä? Guck mal. Hier erscheint er und da nicht. Mission gesucht. Crimson Fleet Reaper. Reise zu einem beliebigen Planeten des Nemeria-Systems. Nemeria-System. So, jetzt hier ist der blaue. Bewege ich mich da runter. Und das ist auf Alpha Centauri. Oder Toliman. Aber es sind ja hier. Jetzt wählt er das wieder nicht aus. Alpha Centauri und Toliman. Hä, hey, was ist, das hat doch nichts mit Nemeria zu tun. Bonda. Gagarin, Jemison. Ich soll zu irgendeinem Planeten in dem System. Ja, aber das heißt hier ja gar nicht Nemeria-System. Ich wähle mal dieses Toliman an. Toliman. Die heißen irgendwie Toliman 1. Hä, was zum... jetzt zeigt das mir hier oben an. Da, jetzt hat das. So, Nemeria 1. Ja, springen wir doch einfach mal los, oder? Auf geht's in die Schlacht. Ich hoffe, das wird nicht allzu krass sein, das Schiff. Aufmerksamkeit. Finde und vernichte Crimson Fleet Reaper. Was haben wir da? Wähl mal an. Auf jeden Fall erstmal den Graf-Antrieb raus. Schilde sind auf 5. Antrieb reicht. Laserkanonen. Du hast mir ja gesagt, die Abklingzeit wird dadurch besser. Die Stärke bleibt gleich, ne? Machen wir es so. Transportkiste. Gehen wir einfach mal gucken. Guck mal hier, wenn ich jetzt von außen anwähle. Hey, warte, wie ging das? So einmal. Hier, wenn ich jetzt so ein bisschen rumdrehe. Na, bleibt der jetzt mal seitlich? Da, jetzt sieht man es so ein bisschen, ne? Die Schubdüsen. Guck mal, wie die alle arbeiten. Rechts an der Seite jetzt, von vorne gesehen. Überall diese Schubdüsen. Geil, ne? Okay. Wo ist mein Hut hin? Mein Hut ist weg. Ich kann kein Escape drücken. Mir gefällt das Schiff schon ziemlich cool, aber keine Ahnung, in was für einer Ansicht ich gerade bin. Guck mal, die Dings gehen weg, ne? Ich habe keinen Hut. Ich habe keinen Hut. Andrea! Andrea! Diesmal habe ich den perfekten Plan versprochen. Okay, ich spring nochmal zu einem anderen Planeten. Hier, Crimson. Da müssen wir hin. Ich hoffe, Die Erfahrungen unserer bisherigen Gespräche lassen mich stark daran zweifeln. Ich hoffe, das Hut kommt wieder. Nö. Okay, das macht das Ganze unmöglich. Ja, jetzt steigt er aus. Ich habe gar nichts gedrückt. Was zum Teufel ist denn hier los jetzt? Was zum Teufel ist denn jetzt hier los? Warum steigt er jetzt? Warum steht er jetzt auf? So, jetzt ist mein Hut wieder da. Vielleicht kommt es jetzt zurück. Worauf schießt er? Oh, da ist auch noch ein Sternenblüter. Mischt sich ein. Zwei Sternenblüter. Jo, mein Hut ist wieder da. Hallo? Ihr klaut mir nicht mein verdammtes Kopfgeld.
So, Missionsbelohnung. Der Crimson Fleet ist zerstört. Ich höre den Boost kaum. Ja, ich höre den Boost nicht. Also gerade ziemlich verbuggt. So runter. Rum. Kann man die eigentlich entern hier? Nee, ne? Ist ohne Antrieb. Kinderspiel. So. Wow. Okay, Schilde halten noch. Wir müssen, was zerstören wir denn mal? Hier das. So, dieses SON ist jetzt kaputt von ihm. Schilde funktionieren aber noch. Lass uns mal näher als 500 Meter ran. Mein Tempo, man kommt nicht näher ran als 500, kann das sein? Mein Tempo wird gedrosselt. Irgendwie so ganz merkwürdig. Guck mal, mein Antrieb ist... Jetzt geht der wieder höher. Sag bloß, ich krieg damit nur 50 hin. Warte, ich geh mal raus. Ja doch, hier jetzt geht der Drehter hoch. Ah... merkwürdig. So, 5. Das gehen wir jetzt hoch. Boost geht, aber ihr hört, also wie ihr hört, hört ihr nichts, ne? Na gut, haben wir gemacht. Leicht verdientes Geld. Leicht verdiente Kohle. Ich schaue mal bei den Missionen. Tracker Allianz können wir natürlich jetzt weiterarbeiten. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, wäre... Hier weitere Kräfte bzw. Artefakte. Das wären Artefakte. Vladimir. Das ist die andere Mission. Sprich, mit Vladimir im Tempel zu finden. Ja, da können wir später hin. Deswegen würde ich sagen, wir suchen uns noch ein paar Artefakte. Begib dich zum Planeten Procyon 6b. Auf Karte zeigen. Ist das im... Verlassene Wartungsstation. Okay. Grafantrieb braucht Energie. So, ausgewählt. Also wenn ich es benutze, finde ich das Cockpit ganz cool. Hier dieses, wie heißt es? Ist es Samurai oder sonst was? Guck mal, auch jetzt, man hört den Antrieb nicht. Ne? Also irgendwas ist da gerade verbuggt. Ozean, ist halt so geil offen, ne? Man sieht halt keine Verstrebung jetzt hier gerade vor mir, ne? Ist das UC Rambler? Okay, brauchen wir nicht. Wir gehen runter. Und zwar hier. Laserskill erhöht den Schaden durch Energiewaffen. Ja. Landeplatz ist frei. Gehen wir runter. Guck mal, geil, mit diesen 4 Akkuländern. Hammer sieht das aus. Also ich finde es optisch irgendwie gelungen. Macht auf jeden Fall Spaß, das Schiff. Ne, jetzt kann ich mich mal umgucken. Also wenn man so guckt und so ein bisschen so die Raumkampfsicht hat, dann siehst du keine Verstrebung. Das ist schon ganz geil. Ne? Also von daher gefällt mir das. Es ist auch nicht ganz so klein. Hier links und rechts ist noch ein bisschen Platz neben dem Pilotensitz. Ich stehe mal so auf. Ich habe jetzt das Wohnmodul noch nicht geändert, aber ist egal. Aber also den Pilotensitz und so finde ich ganz geil. Die Größe vom Cockpit, ja, ist in Ordnung. Ne? Ist in Ordnung. Hier haben wir hinter die 2 Sitze, Crew-Sitze. Also das finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Die Optik von außen ist jetzt nicht so meins, aber von innen finde ich es auf jeden Fall geil. Finde ich es auf jeden Fall abgespaced. Hier ist das Inventar. Ne? Hier drüben ist Dekoration und Schiff. Ne, Spind des Captains. Ich habe mir hier noch eine Lagerkiste hingesetzt, weil das Schiff mit seinen, trotz seiner, ich habe eben Sachen verkauft und weil er nicht genügend Geld hatte, habe ich getauscht gegen Ressourcen. Und das Schiff ist gerade mit 1400 Masse voll mit Ressourcen und hier musste ich noch auslagern. Hier habe ich eine schwarze Kiste hingestellt für Schmuggelware, damit ich das nicht verwechsel. Frage an euch. Man kann so viel Platz, wie man im Schiff hätte, um Kisten zu stellen,
jetzt noch zusätzlichen Lagerraum schaffen, zusätzlichen Frachtraum. Der zählt ja nicht zu dem Frachtraum vom Schiff dazu, ist das richtig? Ne? Ich könnte also hier noch, keine Ahnung, 50 Kisten hinquetschen. Man kann die ja auch übereinander stellen, nebeneinander stellen. Hätte ich hier eine Frachtkapazität, ne? Das wäre ja extrem krass. So, das ist das Hope-Tech Modul, und zwar ist das, heißt das Kontrollzentrum? Ich weiß es nicht genau. Es gibt so ein paar Bildschirme, das finde ich schon ganz geil. Die gefallen mir auf jeden Fall super gut, aber es ist mir prinzipiell zu dunkel. Es ist mir prinzipiell zu dunkel. Ich habe es lieber, wenn es ein bisschen heller ist, so wie hier. Es ist mir prinzipiell zu dunkel. Jetzt ist hier mitten im Raum natürlich die, die Leiter. Hier geht es runter quasi in die Landebucht. Jetzt auch nicht so optimal irgendwie gelöst. Jetzt kann ne? die Party losgehen. Aber ja, man kann ja immer noch umbauen. Ne? Das ist alles kein Problem. Hier sind zumindest 4 Crewplätze. Bird ist mit am Start und Basco ist ja unten immer in der Landebucht. Hier hinten ist Lager, Kajüte, wie auch immer. Hier unten genau dasselbe. Ne? Sieht jetzt nicht so besonders dolle aus. Sauerstofftanks ist halt, das ist halt was für die Optik, klar. Aber ich finde die Optik von Nova Galactic, von der Frontier, besser. Das passt irgendwie eher so NASA-Style, aber ich werde die anderen auch ausprobieren. Ne? Es ist schon mal nicht schlecht, ganz ehrlich, es ist schon mal nicht schlecht. Aber ich werde die anderen ausprobieren. Hier ist halt der Docker, ne? Der ist quasi unterm Schiff. Ein Slim-Docker ist unten dran. Deswegen gibt es hier hinten nochmal die 2 einzelnen Module. Ne? Ich könnte, theoretisch könnte ich auch, hier drunter ist entweder Frachtraum oder ein Strukturmodul. Wenn ich hier drunter Lagerraum oder Kajütenleiter oder sowas nehme, könnte ich auch hier die Verbindung machen und da den Docker dran machen. Dann könnte ich diese beiden Module hier untereinander entfernen, wenn ich weniger Hülle haben will. Aber das ist ja gar nicht so schlimm, ne? Pass auf, wenn ich 500 Hülle habe und ein Schild mit 400 Energie, dann heißt das nicht, dass meine Hülle nicht geschützt ist, sondern dann heißt das lediglich, dass ich 400 Schildeinheiten habe, die erstmal weggeschossen werden müssen, bis was passiert. Und Hülle sind quasi die Gesundheitseinheiten des Schiffs. Je mehr Hülle es besitzt, desto mehr Gesundheitspunkte besitzt das Schiff physisch und nicht energetisch übers Schild. Also das eine hat mit dem anderen, so wie ich recherchiert habe, nichts zu tun. Es ist also umso besser theoretisch, je größer die Hülle ist, weil wenn das Schild ausfällt, fällt dein Schiff nicht direkt auseinander, wenn es zweimal getroffen wird. Wenn es eine große Hülle hat, eine große, große Gesundheit hat in dem Sinne, dann kann es mehr schlucken und das besteht oder das ergibt sich durch die Hülle. Die Masse ist nochmal was anderes. Die Masse, das hat Bethesda so aufgeteilt, die bezieht sich auf die Trägheit oder die bestimmt die Trägheit des Schiffes, weil mit größerer Hülle ändert sich nichts an deiner Mobilität, wenn du den Antrieb gleich lässt. Wenn du aber die Masse erhöhst und den Antrieb gleich lässt, dann sinkt deine Mobilität. Das heißt, es gibt Module wie die Strukturmodule, die besitzen gar keinen Hüllenwert, sondern rein Massenwert. Die machen das Schiff also nur schwerer und, vorausgesetzt der Antrieb passt nicht, nicht so manövrierfähig. Und dann alle anderen Module, ich glaube, alles, also Waffensysteme, Wohnmodule, Antriebe, Reaktoren, ist egal was, hat alles einen Hüllenwert, was quasi die Stärke des Schiffs, ne, die physische Stärke des Schiffs dann zusammenaddiert ergibt. Und so muss ich das Ganze auch nochmal betrachten. Ich werde auch noch einige Stunden im Schiffbilder verbringen, um einfach mein Schiff nochmal umzubauen, weiterzuentwickeln, umzubauen und sowas. Weil wenn es danach geht, die Hülle zu klein, gering zu halten, damit es kleiner als das Schild ist, dann müsste ich diese beiden Elemente hier entfernen,
könnte hier eins drunter packen, dann könnte ich hier ein reines Strukturmodul hinpacken, was wenig oder gar keinen Hüllenwert hat, aber nur einen reinen Massewert hat. Ne, hier so ein Wohnmodul hat immer beides. Es hat Hülle und Masse. Und da muss man immer schauen, wo man hin möchte. Ne? Würde, wenn ich die Masse verringern will, muss ich mehr Wohnmodule, ich sage jetzt einfach mal Wohnmodule, ne? Ob das jetzt Technik oder Waffenkammer ist ja egal, müsste ich mehr Module davon installieren, weil die haben immer einen geringeren Massenwert, dafür haben sie einen Hüllenwert. Dazu, darüber würde das Schiff quasi nochmal Gesundheit, physische Gesundheit bekommen. Ne? Und wenn ich ganz viele Strukturmodule anbaue, so wie ich es jetzt aktuell habe, links und rechts überall diese abgerundeten, länglichen Dinger von Stroud und Eklund, die haben alle keinen Hüllenwert. Ne? Die besitzen aber einen relativ hohen Massenwert, ich glaube pro Teil Masse 6 oder 8 oder so. Deswegen bin ich auch bei einer Masse von 1000 aktuell und brauche entsprechend auch diese vier krassen Antriebe. Ne? Und bin, wenn ich nicht die Energie komplett zuleite, trotzdem träge. Ne? Wenn ich die Energie zuleite, ist sie super wendig. Das habe ich schon ausprobiert. Aber das muss halt auch geschehen. So, hier geht direkt die Action los. Der Feind ist nah. Ja, gut. Dann gehen wir nochmal rein in die Action. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist die Steuerung der Begleiter. Ne? Also, dass ich jetzt Andrea sagen könnte, so, greif mal den an, geh mal dahin oder sowas. Ne? Wow! Was zum Teufel ist denn da in die Luft geflogen? Ich hoffe nicht, dass das irgendwas von meinem Schiff war. Vasco? Ich hoffe, du passt da auf, ne? Wo ist denn Andrea unterwegs überhaupt? Sternenvagabund, episch. Na gut. Das ist Vasco, der da rumjumpt. Also ich... Oh, der geht hoch. Mir gefällt die Wumme, die ich hier benutze, echt gut. Hier ist doch gerade noch einer abgehauen, oder? Wo ist er? Ist er hier drin, ne? Ist er hier unten drunter? Wo ist er denn hin? Guck mal, er soll irgendwo hier sein. Geh suchen. Kann er nur im Erdgeschoss sein. Da habe ich auch mal eine Atmosphäre. Gibt es hier ein Erdgeschoss? Ja, da. Ne, wie ist er denn da reingekommen? Der ist doch oben rausgeplöppt eben, hab ich doch gesehen. Der ist doch oben, also der ist doch runtergesprungen. Nee, wir brauchen... Nein, doch, das ist richtig. Wie ist der denn hier reingekommen? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Streetwear, Cyberware... Oh, schon wieder. So. Der. Ist da drin? Eine Cappy. Und Munition. Okay, aber wir sind ja nicht für diesen Loot hier. Wir sind für... Ja, den nehmen wir aber mit. Wir sind ja für das...
Artefakt hier. Und ich bin jetzt schon wieder überladen. Was mit dem, mit der eigenen Atmosphäre zusammen jetzt nicht weiter tragisch ist. Aber dann muss ich natürlich die ganze Zeit das benutzen. Und ich würde gerne mal eine andere Kraft ausprobieren. Ne? Nehmen aber auch eben mal alles mit. Ne? Muss ich mich ja noch überall umgucken. Habe ich mich kurz ein bisschen erschreckt. Guck mal hier in lila. Aber keine besseren Werte. Tragekapazität, Dash Boost. Auch der. Keine besseren Werte, aber nehme ich mit. Ne? Ich bin Schrottsammler und Händler. Ich sammel und kaufe alles. Was war denn das? Was habe ich denn da jetzt aufgehoben? Hier geht's wieder raus. Hier ist nur so ein Serverraum. Auch super geil. Macht das Ganze einfach stimmig. Ne? So immer was hier für eine Anlage mal war, was die Ekliptik hier überfallen haben, eingenommen haben. So, ich gehe jetzt hier so ein bisschen im... Nee, nicht den Ordner. Ist das? Ein modischer Anzug. Ja, den schaue ich mir irgendwann mal an beim Verkaufen. Oh, da kann man was knacken. Rein da. Je. Gibt's was, was nur für außen ist? Ja, den hier. So würde der passen. Und dann so einen krassen Dreier hier. Jetzt gibt es einen nur für hier, aber nicht da, nicht da. Das muss der sein. Dann so, nochmal so ein komischer Dreier. Passt nicht. Dann nehmen wir den und den. Und jetzt fehlt mir der einer. Der geht nicht, der geht nicht, der geht nicht. Also das stimmt nicht. Gehen wir nochmal ganz zurück. Wunderbare Geschichte hier. Könnten also alle sein. Der muss ja gar nicht, ne? Da geht nicht. Da geht nicht. Kann ja auch sein, nicht benutzen, Schlüssel entfernen. Nee, will ich nicht. Automatischer Platz. Hä? 3, 2, 1? Warum hat das, was war das jetzt? Naja. Wir probieren was anderes. Den brauche ich am Ende. Mit dem einer. Die beiden brauche ich am Ende. Der geht hier nicht. Der geht hier. Das geht nur da. Also muss der auf die hier. Dann fehlt aber immer noch einer. Das sind doch beides dieselben. Ne, sind es nicht. Der geht danach. Warte mal, lass mich mal. Ja, ich vermute doch hier die. So, und jetzt der, dann müsste da, muss ich den einer nehmen. Den brauche ich aber jetzt gleich. Weil der Dreier da nicht passt. Also muss ich das jetzt anders machen. So. Und dann wäre es aber der hier und das geht nicht. Also funktioniert der auch nicht. Könnten wir die nehmen? Warte mal. Nee. Der geht gar nicht. Der geht auch nicht. Der braucht einen Einer. Funktioniert alles nicht. Und so ein Dreier habe ich auch nicht übrig. So ein Dreier nicht. Warte mal, aber so ein Dreier haben wir doch hier. Nee, der passt auch nicht. Verdammt! Verlassen! Ja! Nochmal neu. Anderes bitte. Anderes System hier. Zack, zwei gegenüber, einen daneben. Nee. Der hier. Nee. Der nicht. Der ist auch nur für hier.
Der geht gar nicht. Der geht da und dann der hier. Und jetzt so einen merkwürdigen Dreier oder 2 und 1. Na komm. So, jetzt aber 150 Credits, ein Feuerlöscher und eine normale Pistole, Alter. Da hätte ruhig was Teures drin sein können. Sieht aber cool aus, die Station hier. Kann sagen. So, was ist das? Hier müssen wir rein, ne? Unterirdische Garage. Ja, da müssen wir rein. So, dann lass uns noch kurz hier gucken. Hier ist ein Roboter drin. Irgendwo muss es ein Terminal dazu geben. Und dann gibt es ja auch noch die ersten Etagen hier, ne? Da hinten gibt es auch noch ein Gebäude. Und ich habe das Gefühl, dass diese unterirdische Geschichte, wo man noch rein kann, extrem groß und aufwendig sein wird. Trauma-Pack. Okay. Hier so ein Fitnessraum. Gewichte. Ja, die kann man... Bei Fallout kann man die benutzen, um Blei zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Kann man hier nur die Komponenten zum Herstellen benutzen? Oder auch, ja, Schrott so gesehen, ne? So, die sind alle für innen, außer die. So, hier haben wir drei. Hier haben wir den. Und den. Munition, 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 Munition. Trauma Pack. Okay. Da haben wir den eben rausgeholt. Und hier sind wir auch durch, ne? Hier sollten wir auch durchgegangen sein. Ne, sind wir nicht. Da sind wir nicht durch. Ich Quartiere hier. Die Atmosphäre einfach, ich weiß auch nicht, ist einfach besonders. Ich mag das einfach. Das ganze Design vom Spiel. Gut. Was auch immer da hinten ist, wir gehen jetzt da rein. Ich weiß nicht, wo Andrea ist. Asko ist da hinten. Kann die sterben? Können die Begleiter sterben? Hier ist ein riesen Tank in die Luft gejagt. Worden. Vielleicht begleitet sie mich auch nicht mehr, weil entweder weil alles gerade verbuggt ist oder weil das mit Roach eben irgendwie nicht funktioniert hat. Da ist sie. Ja, die ist, zumindest ist sie munter. Ne? Die ist zumindest munter. Ich gehe mal kurz raus und schmeiß hier ein bisschen Zeug rein. Ah, guck mal den. Den habe ich ja bei der Kopfgeldjäger-Mission bekommen. Sieht der nicht fett aus? Mit so einem, ne, hier. Also klar, Hellas war auch schon cool. Besser als der normale. Finde ich auch, ist halt stimmig, ne. So auf, keine Ahnung, irgendwo auf dem Mars oder so bist du am Arbeiten. Aber der Shipbreaker-Cutter, der ist nochmal geiler. Titan gefertigt, der wiegt quasi gar nichts. Der wiegt 4, der wiegt 0,2. Er hat eine höhere Feuerrate und eine bessere, ne, Präzision ist gleich, Distanz auch. Ne? Also der ist einfach nochmal besser, also können wir den rauslegen. Ja. So, dann legen wir nämlich hier einfach, oh, ich habe einen Tracker-Allianz-Anzug bekommen. Wo habe ich den denn her? Und guck mal, der ist nochmal eine satte Stufe besser, sogar mit den Umweltschutz-Gedöns. Der wiegt natürlich mehr, aber das kann ich mir... Ne, es soll auch nicht gelagert werden. Ich will den anziehen. 305? Ne, das ist meine. Navigator. Masse 8. Ja, die kriege ich da bestimmt noch rein. Den will ich anziehen. Helm. Tracker-Allianz. Okay, der ist... Ist so ein Standard, ne? Raumhelm irgendwie. Den hätten sie schon ein bisschen geiler machen können, ganz ehrlich. Gut, der bietet natürlich auch hier
insgesamt besser als der Tiefensucher. Ne, warte mal, der hat Schussabschirmung, Tiefensucher. Mal kurz die V drücken. So. 20 physisch besser, Energie nur ein weniger, dafür elektromagnetisch auch nochmal 11 besser. 10 luftbasierten Schadenschutz besser, Strahlungsschutz besser. Ja, Korrosion geht halt krass runter. Hä? Hat er denn nicht eben auch gesagt, dass er bei thermisch noch besser ist? Hab ich das gesehen? Na ja, gut, aber von den Werten her ist er echt gut. So, das machen wir aus. Schmeißen wir hier noch rein, was reinpasst. So, jetzt kann nichts mehr gelagert werden. Das ist nicht schlimm. Dann gehen wir einfach an die nächste Kiste ran. Aber egal, ob da Dingens draufsteht oder nicht. Nee, das nicht. Rucksack. Das ist Navigator. Nö. Die Brecon-Rucksack, der ist auch nicht besser. Da waren mehrere. Hier so ein kalibrierter, auch nicht besser. Das ist immer noch der UC. Das ist kalibrierter Tiefensucher-Kraftball, auch nicht so viel. Hier, Tracker-Allianz. Der ist ja auch mal hässlich wie die Nacht. Der sieht aus wie ein Staubsauger auf dem Rücken. Ist ja Geschmackssache, ne? Ist immer Geschmackssache. Kann ich ja mal anders sagen, der ist total stylisch. Das ist absolute Geschmackssache. Den hier, so ein Riesentornister, ne? Oh, der ist aber auch besser als meiner. Meiner hat halt minus 15% Nahkampfschaden, aber da kommt nicht so viel ran. Die Tragekapazität geht dann runter, aber das muss ich irgendwann mal auf Kosten der besseren Schutzwerte machen. Dieses minus 10% erlittener Schaden von 10 ein, da ist besser, wenn der Wert 5 höher ist. Sauerstoffreserve, die haben wir eingebaut. Ausgewogenes Boostpack. Das ist halt wichtig, ne? Guck mal, hier ist nur ein einfaches drin, hier ist ein ausgewogenes drin. So, der nicht, der auch nicht. Packen wir die beiden schon mal weg. Mal vergleichen. Oh, der hat 60er, der hat 40er Werte, alles klar. Packen wir den noch weg, das andere ziehen wir an. Modischen Anzug schmeißen wir weg. Cyberware, also alles in die Kiste, ne? Ressourcen genauso, rein in die Kiste. Prima. So, dann ziehen wir uns noch kurz um. Das machen wir jetzt noch. Zack, voll in die Tracker-Allianz. Nee, hat den Helm irgendwie nicht umgezogen. Doch, guck mal, hier steht Tracker-Allianz angezogen. Und er hat mir eben hier den Tiefensucher angezeigt. Da, so. Okay, der Anzug, da lasse ich ja noch mit mir reden, ne? So, mit diesen Lederplatten und so ist halt irgendwie, ja, weiß ich, wie die darauf kommen, sowas zu machen, ne? Aber der Helm, nicht so mein Geschmack. Aber naja, gut. Er ist cool, ne? Und er ist stark. So, wir schmeißen den Rest da noch rein. Das. Nee, scheiße, den brauche ich. Silverblade. Schmuggelware, da will ich ran, genau. So, Rucksack. Nee, was habe ich da reingeschmissen? Rucksack, ne? Wo ist der? Hier, Tracker-Allianz. Der muss weg. Okay. Und der muss weg. Ja, stimmt. Sonstiges. Ach so, vielleicht könnt ihr mir das auch sagen, ne? Ich habe irgendwie eben gedacht, warum ist die Silverblade schon voll? Und guck rein und da hat die hier ohne Ende so einen Müll drinne. Bratspule, Baseball, irgendein Behälter, ein Hammer und so, Hydraulik. Ist das, wenn ich, wenn das Zeug, ich habe ja auf dem Rückweg dieses Schrottschiff bekommen. Von, hat er jetzt wieder alles an? Ne, der Rucksack fehlt. Ich habe ja auf dem Rückweg von der Tracker-Mission, habe ich ja dieses Schrottschiff bekommen. Das habe ich registrieren lassen. Habe dafür 4,7 oder so bezahlt für die Registrierung und habe fürs Verkaufen 5.800 bekommen. Also einen kleinen Bonus, klein bisschen Profit gemacht. Wenn da lose Gegenstände sind oder das Lager voll ist, kann das sein, dass der das dann automatisch in dein anderes Schiff einlagert und dass ich deswegen diesen ganzen Krempel hier drin habe. Ich habe mich gewundert. Auf einmal war das Lager hier von der Silverblade komplett voll mit dem ganzen Müll, ne? Naja, merkwürdig.
So, meine Damen und Herren, wir verabschieden uns für heute und gehen zusammen morgen in diese Garage, Werkstatt, was auch immer das ist, da in diese ins Gebäude und suchen das Artefakt mit wissentlich Ekliptik zwischen uns und dem Artefakt. Aber damit werden wir schon zurechtkommen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns morgen. Bis bald.